So, herzlich willkommen zum neuen Video, diesmal aber technisch. Ja, und es geht darum, Balancer. Da gibt es ja aktive und Top-Balancer. Und ich zeige euch jetzt die aktiven Balancer von der Firma Heltec. Die seht ihr hier. Und die kann man auch Spannung steuern mit einem kleinen Kniff. Und das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Okay, dann ab die Post. So, wieder mal was Kleines Technisches, weil ja manche das mögen. Jetzt zeige ich euch, was ich da gemacht habe. Ja, bei meiner Starterbatterie, die da gibt es extra ein Video, die hat ja Balancer, das sind sogenannte Top-Balancer. Da habe ich festgestellt, dass die aber erst ab 3,65 die Zelle begrenzen, das war zu hoch, und dann haben die eigentlich einen Drift gehabt. Zusätzlich das ABS, das ist original so, das haben die von 12 Volt abgenommen, und da habe ich auch eine Differenz von der ersten 4 Zelle zu den zweiten 4 Zellen, da habe ich immer eine Differenz gehabt, und das hat mir immer einen Drift gegeben. Das ist zwar ein Steuergerät von Mercedes verbaut, aber ob das noch funktioniert, auf jeden Fall habe ich da einfach eine Differenzspannung gehabt. Das ist auch der Grund, warum immer eine Bleibatterie schneller kaputt ging wie die andere. Das ist eigentlich ein absoluter Blödsinn, was da Mercedes gemacht hat. Ein 12 Volt ABS verbaut, das gehört sich einfach nicht. Das ist meine Meinung. Okay, jetzt habe ich noch mal einen zusätzlichen Balancer eingebaut. Und das ist ein Aktivbalancer, der bis zu 4 Ampere kann, wenn die Differenz zu groß wird. Und der balanciert jetzt eigentlich dauernd. Und das ist bei Starter eigentlich gar nicht so schlecht, weil die immer eigentlich voll geladen sind. Sofern man da keine Verbraucher dran hat, habe ich aber nicht. Ist immer voll geladen, und der balanciert jetzt eigentlich das Ding richtig aus. Und dann ist das ja besser wie vorher. Also dieses Teil hier gibt es bei eBay. Ihr seht da die Marke, findet ihr sicher selber. Was man da noch zusätzlich machen kann bei der Aufbaubatterie, kann man da, seht ihr, da steht RAN. Wenn man diese Lötstelle wegnimmt und dann ganz feine Drähtchen nimmt, kann man das auch spannungsgesteuert ein- oder ausschalten über irgendeinen Schalter, zum Beispiel vom Batteriecomputer. Da ist ja ein Relais drin, und dann kann man der programmieren, dass er erst anfängt zu balancieren ab dieser Spannung, die man halt dann will, zum Beispiel ab 13,8. Ja, genau, das habe ich eigentlich so gemacht bei meinem Aufbau mit dem gleichen Balancer. So, jetzt seht ihr da die Differenz, die war mal bei 250 mV. Wenn ich gefahren bin und bis 28,3 lädt meine Lima, da sind wir jetzt. Und ich lade jetzt mal bis 28,4. Die Aufbaubatterie zusammen mit der Starter, weil ich kann die verbinden. Und dann werden sie jetzt ausbalanciert. Ihr seht jetzt bereits schon über 170, das geht jetzt noch höher. Und die Zelle 8, die ist jetzt bereits im Anschlag. Und da wird jetzt der andere Balancer aktiv und begrenzt die bei 3,66, irgendwo da, 7 Maximum. Verheizt er dann die Überspannung eigentlich. Der kann aber nur Maximum ein halbes Ampere. Aber das reicht, die wird jetzt da bleiben, und das Ganze wird jetzt dann schön ausbalanciert. Jetzt gucken wir dann mal später. So, 15 Minuten später, bereits viel besser. Etwa 50 mV wurden bereits ausbalanciert. Die 8. Zelle ist jetzt auch runtergekommen. Also der Balancer macht das, was er soll, er balanciert, super. Jetzt warten wir noch ein bisschen. So, wieder etwa 15 Minuten um, und ihr seht, das balanciert super. Und nachher bleibt das auch so. Also nicht so, und sogar noch tiefer, wenn es dann mal ausbalanciert ist. Aber mit diesem Top-Balancer, das ging einfach nicht. Weil sonst müsste ich noch höher mit der Ladespannung, aber ich lade ja nur bis 28,3.
Und sonst hätte ich bis 32 Volt laden müssen, damit dann alle Zellen irgendwann gleich sind, aber das macht keinen Sinn. Also das waren eigentlich die falschen Ballaster. So, nach etwa 3/4 Stunden kann man sagen, ist das bereits ausbalanciert. Kein Wunder, ist nur 40 Amperestunden. Und die werden jetzt auch da bleiben. Und das kann ich jetzt so einfach lassen. Super. So, hier kommt der zweite Ballast. Der ist für die Aufbaubatterie. Einen habe ich schon montiert, das ist aber zu wenig. Jetzt kommt der zweite. Und den will ich aber spannungsgesteuert einschalten lassen, also nicht, dass er immer balanciert. Und für das gibt es hier eine Brücke, genau die gleiche wie hier, habe ich jetzt schon aufgelötet. Also diese Brücke hier muss man auflöten, trennen die Lötstelle und dann muss man ganz dünne Kabel nehmen. Ich habe da ein bisschen die präpariert, weil ich kein dünnes hatte. Weil das ist sehr defizil. Ich habe beim ersten mir gleich da die Leiterbahn, die ist so ganz dünn, das ist Mikroelektronik, abgerissen vom dicken Kabel. Da muss man ganz ein dünnes Kabel nehmen oder eben, wie ich es jetzt gemacht habe, Zug entlasten hier. Jetzt kann nichts mehr passieren, wenn ich da am Kabel bewege, dann bewegt es da vorne nicht. Also der kommt jetzt auch noch hin und dann könnt ihr den spannungsgesteuert einschalten. Wenn ich also diese Kontakte hier zusammentue, über den Batteriecomputer natürlich, der schaltet mir dann bei der eingestellten Spannung dann den Ballaster aktiv. Und einen habe ich bereits gemacht und jetzt kommt noch der zweite hinzu. Jetzt mache ich den zweiten Ballaster und so sieht es aus, wenn die Brücke hier weg ist. Hier ist sie noch dran, den lassen wir aber. Und hier steht dran und da kann man zwei Kabel hinlöten und eben Zug entlassen. Ich habe diesmal statt geklebt zwischen die Kondenser geklemmt. Und jetzt löte ich die da an. So, hingelötet. So, zum besten Verständnis, jetzt muss man nur diese zwei Kontakte zusammenhalten, zack, und jetzt leuchtet es da, ihr seht es, run, jetzt leuchtet, jetzt läuft der Ballaster und so kann man den über den BMV 712 zum Beispiel, über den Relais-Kontakt einfach Spannung einstellen, ab zum Beispiel, ich habe 27,2, ab dann fängt er an zu ballastieren. Und wenn er unter 27 fällt, hört er wieder auf. So, ihr seht es also, funktioniert super, einfach. Aber eben nehmt dünne Kabel und macht eine Zugentlastung, weil sonst reißt ihr gleich diese dünnen Leiterbahnen raus. Das ist mir beim ersten Mal passiert. So, jetzt gucken wir noch schnell wegen den Ballasternaktivierung im Batteriecomputer nach. Geht da ins Menü, dann Relais und hier kann man dann die Spannungen einstellen. Und jetzt habe ich die ja beide da oben hingemacht, hingeklebt und jetzt schalte ich die mal ein hier, indem dass ich das Relais umkehre. Hier ist das, zack, jetzt hat das Relais geklickt und jetzt seht ihr, sind die aktiv. Das ist jetzt nur zum euch zum Zeigen. Sobald die Spannung 27,2 hat, passiert genau das. Und jetzt laufen beide und tun balancieren. Und wenn die Spannung wieder abfällt, auf was habe ich da eingestellt? 26,8. Genau, dann schaltet das Relais wieder ab und die Ballaster auch. So, jetzt schauen wir noch die einzelnen Zellen an. Ihr seht hier, das ist die Diff. Differenz von allen Zellen, die sind jetzt also ausbalanciert, die Aufbaubatterien. Und jetzt ist der Ballaster momentan ausgeschaltet, weil die Spannung zu tief ist. Und hier kann ich ihn schnell einschalten, indem ich das Relais umkehre, einfach so. Und ihr seht jetzt, was passiert, wenn ich hier einschalte. Dann merkt ihr sofort hier, Differenzspannung, jetzt schalte ich ein. Die geht gerade runter, weil der Ballaster sofort die stärkste Zelle belastet, beziehungsweise die zwei Ballaster.
So, und jetzt stelle ich da wieder aus, weil das Ganze ist ja auch mal automatisiert. Und soweit ist das ja jetzt gut. So, das war es wieder von mir. Ja, der Ballast, die sind nicht so teuer. Das ist jetzt ein 8S, also mit 8 Zellen, muss ich ja noch sagen, die kosten ungefähr 40 Euro. Ihr findet die in eBay, einfach Heltec eingeben und dann kommen die sofort. Und bin eigentlich sehr zufrieden. Ich habe den Ballast schon lange, ein paar Mal getestet und jetzt eben das noch rausgefunden mit der Spannungssteuerung. Jetzt ist das eine super gute Sache zu einem super guten Preis. Okay, dann viel Spaß und ja, schön wart ihr dabei. Bis zum nächsten Video, da geht es dann um Wasserfilteranlage. Okay, bis bald. Daumen hoch. Tschüss.